Trainer Christian Brandt lobt ihn als super Typen. Er liebt ihn, ganz Russland. Lange verletzt, zum vierten Mal eingewechselt. Nachspielminute 3 von 8. Gebhardt, 1-1. Jetzt da, das lang ersehnte Video, das ich auch angekündigt habe auf Instagram und das viele auch gefordert haben, ist jetzt da. Das sind nur ein paar meiner Trikots, das würde sonst den Rahmen sprengen. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal die Trikots hier gelassen, wo so ein bisschen Bedeutung haben für mich, so zu meinen Trikots. Ich kann es euch auch mal zeigen. Ich muss aber echt dazu sagen, so ein paar fehlen, warum auch immer. Und ich zeige jetzt erstmal einzeln. Hier ist vom VfB Stuttgart, hier sieht man da, war in der Bundesliga. Muss mir entschuldigen, die ganzen, wie nennt man es? Kleiderbügel. Die haben wir bestellt, aber wir sind noch nicht gekommen. Wird alles einheitlich und eingerahmt und was weiß ich. Aber ja, egal. Ja, hier kommen wir zu meinen Trikots bei der Nationalmannschaft. Tatsächlich habe ich gedacht, ich habe mehr. Aber ich habe mal, wo die WM war, habe ich meinen Jungs allen ein Trikot gegeben. Habe gesagt, hier zieht's an, weil keiner hat sich irgendwie gekauft, weil es zu teuer war. Denkst du, die haben es mir zurückgegeben? Niemals. Deswegen habe ich nur noch 3 Stück hier, sogar noch ein Trainingsshirt. Ich glaube, U21 Trainingsshirt, ist auch noch voll dreckig. Hier, das war bei der U21. Ich glaube, das war sogar das Trikot, wo ich gelb-rot bekommen habe. In einem Quali-Spiel, glaube ich. Ich habe, glaube ich, eine Schwalbe gemacht. Von daher, ja. Und danach gab es ein bisschen paar Sprüche noch von meinen eigenen Mitspielern, weil das halt dann voll schade war, wenn du ein Mann weniger spielen musst. Ne? Ich glaube, Toni Groß hat sich dann auch beim Interview ein bisschen aufgeregt, dass es nicht sein musste. Hatte aber recht, Schwalbe ist immer schlecht. Also immer stehen bleiben, stabil sein. Hier ist Daura Bukarest für meine rumänischen Freunde. Hab aber nur noch eins. Ich werde bestimmt 3-4 Mal in der Woche gefragt, hey, hast du noch einen Trikot von Stauer? Nein, leider nur noch das. Die anderen habe ich alle schon verschenkt. Hier haben wir noch mein VfB Stuttgart Bundesliga-Trikot. Langärmelig. Ist immer heiß begehrt, weil die gibt es, glaube ich, nicht zum Kaufen. Hier, sehr bedeutsam für mich. Mein erstes Trikot, glaube ich, ja. Natürlich von Löwen mit der Nummer 18. Die hatte da vor mir. Paul Agostino. Also voll geil. Ja, das war noch hier von der Regionalliga. Nee, von der Drittligasaison bei den Löwen. Hier auch. Cooles Trikot, glaube ich sogar das Trikot, wo ich gegen Magdeburg das 1-1 gemacht habe. Bei Hansa Rostock, hier sieht man es, ich wedel zu viel. Es war eigentlich schon ein geiler Moment, weil die Stimmung war so krass in Magdeburg beim Derby. Ja, und hier sieht man noch, ich habe immer gern meine Muskeln gezeigt. Deswegen, das war ein bisschen zu groß, dann habe ich hier mit Tape, sieht man es noch, befestigt, so dass alle meine Tattoos und meine Muckis sehen. Ja, kleiner Spinner von mir. Ansonsten hier noch VfB Stuttgart. Erste FC Nürnberg natürlich, ganz klar Nummer 10. Waren geile Zeiten in Nürnbergau. Grüße gehen raus an meine ganzen Ultras, Freunde und Fans. So, ich sehe hier gerade auch ein gelbes Trikot hier rausstechen. Schau mal, dieses gelbe Trikot. Genau, einmal Leitner. Grüße gehen raus, Brudi. Ich habe es zweimal sogar. Zweimal Leitner und einmal Julian Schieber. Mit dem habe ich auch in Stuttgart zusammengespielt. Ja, ist schon was Besonderes, weil die Jungs kenne ich ja und der Mo ist damals noch, da wo wir trainiert haben, wo ich bei den Profis war, war er noch in der Jugend so. Ist er da vorne noch rumgelaufen und hat uns zugeschaut beim Fußball. Ja, wir sind deutscher Meister und jetzt freuen wir uns einfach darüber. Jetzt spiele ich nie mehr Fußball, jetzt kann ich ihm zuschauen. Und Julo, also Julian Schieber, mit dem habe ich in Stuttgart zusammengespielt, bis heute noch Kontakt. Deswegen sind es auch coole Trikots für mich und auch besonders. Ja, ich denke, das sieht man auch nicht oft. Dortmund und Schalke zusammen. Nein, das geht nicht. Hier muss man auf jeden Fall ein bisschen reingrätschen. Aber ich komme gleich mal zu den Trikots. Hier einmal Ciprian Marica. Bis heute noch ein Freund von mir. Haben auch Kontakt. Der ist auch in Rumänien jetzt, glaube ich, Meister geworden. Also Glückwunsch nochmal. Auf jeden Fall geiles Trikot. Und hier, den fand ich einfach geil, gegen den zu spielen. Boah, das war Wahnsinn. Er war einfach so schnell und technisch stark. Und in dieser Zeit war der einer der besten Spieler in der Liga. Und ja, da muss ich auch wirklich zugeben, das Trikot wollte ich unbedingt. Ich wollte das Trikot unbedingt. Ich bin nicht oft rumgerannt nach dem Spiel, nach dem Trikot gefragt. Wirklich nicht oft. Aber da habe ich es gemacht, weil für mich ein sensationeller Spieler war. Jefferson Fafan. Jetzt eine Frage. Also von allen Trikots hier in den Wer war von all diesen Spielern der technisch stärkste? Was muss ich sagen? Bro, hier. Gebhardt natürlich. Das war ein Witz, ne? Nein, Spaß. Viele geile Techniker. Geh mal zurück, ja. Geh mal beiseite. Das waren so unterschiedliche, so Edeltechniker, so ich würde sagen Mesut Özil. Das war in Bremen, haben wir das getauscht. Ich denke, momentan auch das Wertvollste, weiß ich jetzt nicht, aber das gefragteste Trikot bestimmt, weil Mesut hat ja jetzt aufgehört. Und gerade unsere türkischen Fans. Türkiye! 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 Ich denke, da würden einige alles tun dafür, so ein Trikot zu besitzen.
Ich hab's. Die Frage ist nur, wie lange du es noch hast. Ja, auf jeden Fall zur Technik brauche ich, glaube ich, bei Mesut Özil nicht sagen. Es war Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Was würdest du sagen, dann, wann war von Özil die Primetime? Ja, bei Real dann, oder? Also mit Ronaldo, Sammy, Gitira. Da war schon richtig gut. Oder bei Nationalmannschaft. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Klar, gerade verfahren, aber der hat so eine andere Technik gehabt. Der war einfach so schnell auch noch mit dem Ball. Der war blitzschnell und hat dann auch noch eine krasse Technik dabei gehabt. Hier ist auch von Marco Marin, Gladbach, kennt man auch deutsche Nationalmannschaft spielt. Er war auch krass. Also was der manchmal im Training gemacht hat, wo wir mit der Nationalmannschaft unterwegs waren, das war schon richtig gut. Ich will jetzt auch keinen vergessen, deswegen schaue ich ganz kurz. Ja, doch, ich habe einen vergessen. Wenn wir mal hier hinschauen, Weltmeister Camoranesi. Puh, der hatte auch eine krasse Technik. Bei dem ist auch jede Flanke angekommen. Du musstest nicht mal irgendwie zum Ball bewegen. Man sagt immer Bewegungssport, aber da war einfach Standfußball mit ihm, weil der hat dir die Dinger so geil aufgelegt. Hat auch richtig Spaß gemacht, mit dem zu kicken. Das waren so die krassesten, so, wo mir jetzt direkt einfallen, mit mir zusammen. Ansonsten, hier haben wir auch noch ein Wolfsburg-Trikot. Auch beide aus der Bundesliga mit Christian Dresch, mit dem habe ich auch zusammengespielt in Stuttgart. Hier Marcel Schäfer, mit dem habe ich noch bei 60 zusammengespielt. Dann ist er dann abgehauen nach Wolfsburg. Hier Fabian Johnson, auch bei 60 zusammengespielt. Sieht eher aus wie ein Torwart-Trikot, aber ja. Ja, und jetzt kommen wir dann nochmal auf meine türkische Community. Ja! Oder Freunde, da haben wir hier auf jeden Fall von Alanyaspor, FK Bekiroglu. Einer der coolsten Trikots finde ich auch dieses Trikot hier. Das könnte so St. Pauli in Deutschland, so, weißt? Oder halt in Türkei St. Pauli sein. Ne? Das ist ganz cool hier, FK Bekiroglu, der freut sich bestimmt, wenn er auch mal in die Kamera kommt. Ja, der schickt mir immer wieder Trikots. Ich habe ihn auch gefragt, natürlich, ganz klar. Und finde ich auch geil, weil es gibt auch vielleicht mal welche, die nicht so schnell antworten und wir sind bis heute noch befreundet. Dem Jungen wünsche ich auch nur das Beste. Ist auch ein guter Techniker. Aber an Özil kommst du nicht ran, Bruder. ja, und hier, Highlight, denke ich mal, ist ein Bruder von mir bis heute noch, Roberto Hilbert. Hier, Beşiktaş. Was geht ab? Das bekommt keiner. Hier, Roberto Hilbert. Geiler Typ. Wir haben nicht gegeneinander gespielt. Er hat mir das persönlich geschenkt. Und ja, das ist auch ein geiles Shirt. Ganz weiß, mit schwarz, schlicht, wie man es halt kennt, Beşiktaş. Mega Trikot, Wahnsinn. Ja, wir haben vorher mal gerade über St. Pauli ein bisschen was gescherzt mit dem Trikot hier. Haben wir auch sogar noch ein St. Pauli-Trikot. Ich sag nichts Falsches, aber das hatte ich in der Love Parade an. Nein, Spaß. Haben wir Dennis Naki, mit dem habe ich in der Nationalmannschaft für Deutschland die ganze Jugend gespielt bis U20, glaube ich, U21 nicht mehr. Ja, ist ein verrücktes Trikot, wie St. Pauli halt ist, ne? Dort zu spielen war auch immer mega, was da immer abging. Da sind sie kommen mit Reus Reus, mit 4, 5 Frauen und boah, da hat das ganze Stadion nach den hier gerochen. Ja, Wahnsinn. St. Pauli zu spielen war immer geil, auf jeden Fall. Hier noch Raphael, Fortuna Düsseldorf. Hier Dennis Aogo, auch ein großes Trikot, XL. Ist auch Maschine wie ich. Ist auch ein geiles Trikot, fand ihn auch als Spiel immer geil und sympathischer Kerl. Das war das Europa League St. Petersburg Trikot. Ja, gute und schlechte Erinnerungen. Wir haben es leider nicht geschafft weiterzukommen, haben nur 1-1 gespielt. Das Tor habe ich gemacht. Das war dann auch mein erstes Tor für den VfB. Ja, und die Geschichte war eigentlich lustig, aber auch traurig und teuer. Ich war eigentlich nicht im Kader, weil ich verletzt war. Ich hatte einen Bänderriss und wurde dann trotzdem noch einberufen am nächsten, also am Spieltag in der Früh, weil der Jürgen Schieber sich verletzt hat oder krank war, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann wurde ich angerufen. Das Problem war, ich war am Vortag und über die Nacht feiern und war eigentlich nicht fit für das Spiel, noch nicht fit für das Spiel. Ja, trotzdem bin ich hingefahren, 2 Stunden geschlafen, Mittagsschlaf, 70. Minute eingewechselt. Hätte ich auch niemals gedacht, dass er mich dann einwechselt, vor den ganzen anderen Jungs, die eigentlich fit waren. Ich war nicht fit, wegen meiner Verletzung noch. Ja, eingewechselt, 3 ausgespielt, mit links, Schuss, Tor gemacht. Nächsten Tag musste ich hoch zum Horst Held, zum Manager und dann bam, Geldstrafe. Weiß nicht, 15.000, 20.000, ich weiß nicht mehr. Oder mehr. Ja, aber war eine schöne Erfahrung. Okay, zum nächsten Trikot. Bayer Leverkusen. Das gehört meinem Brudi Lars Bender. Die Bender-Brüder kennt man ja auch. Der eine ist mehr Dortmund, der andere Leverkusen. Mit denen habe ich auch zusammen gewohnt früher. Gleich neben dem Grünwalder Stadion, war auch immer geil. Wir haben zusammen die Jugend gespielt bei 60. Das sind Jungs, die immer in meinem Kopf bleiben werden und für den würde ich auch immer alles tun, weil wir haben wirklich früher alles zusammen gemacht und ja, auch U19 Europameister wurden wir zusammen, dann deutscher Meister mit der U, schlag mich tot,
U16, glaube ich. U17, sorry. Das sind geile Momente und da bin ich auch richtig dankbar für die Trikots. Und wir werden uns eh bald sehen, weil ich bin auch eingeladen beim Benefizspiel in Brandenburg. Aber dazu werde ich dann auch noch was posten. Da erwarte ich wirklich alle Löwenfans, alle Fußballfans. Das ist alles für einen guten Zweck. Aber dazu werde ich noch was posten. Dann kommen wir direkt hier rüber zu den VfB Stuttgart Trikots. Und dann natürlich mein Abi, Sedat Husky hier und mein krasser Bruder Jens Lehmann. Nein, Spaß. Jens Lehmann, ich weiß, Welttorhüter, oder? Würde ich mal sagen. Krasser Spieler, krasser Torhüter halt. Ne? Bisschen verrückt, aber so sind sie alle, die Torhüter. Ich glaube, das Trikot, ich habe ja nicht gegen VfB damals gespielt, wo Jens Lehmann im Tor stande. Das habe ich einfach aus dem Koffer genommen. Sorry, Jens. Und sorry, VfB. Aber der hätte es eh nicht gegeben, Mann. Da hättest du erstmal mit Jens Lehmann musst du erstmal 20 Minuten diskutieren über alles. So. Der hat sich auch immer beschwert, mit welchem AMG ich gekommen bin. Der wollte mir dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Fiat Panda hinstellen und was weiß ich. Aber er kommt mit dem Hubschrauber. Also kein Sinn. Nein, Spaß. Geiler Typ, Mann. Das war mir eine Ehre, mit dem zusammenzuspielen. Hier, Lukas Podolski. Ich fand's richtig geil, gegen ihn zu spielen. Das war im DFB-Pokal. Der Junge ist einfach, so wie ihn auch jeder kennt, einfach ein geiler Typ, so auch im Spielfeld. Der hat immer irgendwie so Faxen geschoben, geredet unter dem Spiel so. Ich musste einmal lachen. Das war vor der, ich glaube, da war Van Gaal Trainer vor der Bank und dann hat er ihn, glaube ich, nachgeäfft. Oder ich weiß nicht, was er gemacht hat. Auf jeden Fall musste ich lachen. Lukas Podolski auf jeden Fall ein krasser Spieler, Mann. Und ja, ein geiles Trikot, auch wenn es von Bayern ist. Sorry. Was sagst du zur Meisterschaft dieses Jahr? War verrückt. Es war sehr spannend auf jeden Fall, das war das Gute, aber ja, ich hätte natürlich auch eher den Dortmunder gegönnt, weil er doch alles gegeben hat bis zur letzten Sekunde und eigentlich wäre es auch mal wieder Zeit gewesen, dass jemand anders deutscher Meister wird. Und ja, jetzt ist halt wieder Bayern geworden. Dieses Trikot hat auch eine Bedeutung für mich, nicht weil es Bayern ist, sondern weil es das letzte Derby war. Hier DFB-Pokal. Oh, das war Bundesliga. Ich habe es falsch genommen, oder? Dieses Trikot hat auch viele Emotionen drin. Das war das Trikot, wo Bayern gespielt hat gegen uns und in der 120. Minute 1-0 gewann im DFB-Pokal, Achtelfinale. Ja, Ribéry hat den Elfmeter verwandelt. Es war das letzte Derby, wo man wirklich Derby nennen konnte, so zwischen 60 München und Bayern München. So. Weil die Derbys, was jetzt waren oder danach waren, es waren keine Derbys mehr. Das war früher, das war ja in Deutschland mit Bayern, Dortmund, Schalke, so die krassesten Derbys, so Bayern gegen 60, Olympiastadion, Allianz Arena haben wir da gespielt. Ja, deswegen auch Emotionen, und zwar Lukas Podolski dann. Kommen wir direkt dann zu den Bayern-Trikots. Hier, da haben wir schon einige. Hier Mario Gomez, mit dem ich auch in Stuttgart zusammengespielt habe. Hier Schweinsteiger. Hier auch Schweinsteiger, DFB-Pokal, ich glaube. Das habe ich, wo ich in Nürnberg gespielt habe, getauscht. Coole Trikots auf jeden Fall. Für die Löwen vielleicht nicht, aber so als Spieler sind schöne Erinnerungen. Auch alle Trikots schöne Erinnerungen. Von all diesen Trikots hier, welches hat erstens für dich den emotional größten Wert, bis auf deine eigenen jetzt? Boah. Wenn man Bundesliga spielt oder so weit oben im Fußball, dann hat alles mit Emotionen zu tun. So. Aber mach die Kamera da runter, dann siehst du so die Emotionen. Achtelfinale, Champions League mit VfB Stuttgart. Hier mit meinem Idol, Thierry Henry. Wundert euch nicht, das war zusammengeknüpft. Deswegen sieht es dann so aus. Aber dieses Trikot ist für mich unbezahlbar. Achtelfinale, Champions League, hier sieht man es. Das war krass. Hier hängt noch das Trikot, mit dem ich gespielt habe. Da habe ich auch mal eine Vorlage gemacht zum Kakao. Im ersten Spiel haben wir 1-1 gespielt und dann kam Messi und hat uns kaputt gemacht. Ich glaube 3 Tore und 1 Ibrahimovic, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, 4-0 verloren dann. Aber da muss ich sagen, auch geile Geschichte. Ja, auf jeden Fall, in der zweiten Halbzeit ist dann Thierry Henry ins Spiel gekommen. Und da war es für mich, ja, ganz klar, ich brauche dieses Trikot. Und ich hatte die Chance dann am Eckball. Also Eckball für Barca in der zweiten Halbzeit, rund, ich glaube, 70-80. Minute. Ja, da stand er dann neben mir. Und ich so, boah, geil, Mann. Thierry Henry, was hat der für Arsenal alles geleistet? Jetzt spielt Barca. Dann habe ich ihn gefragt auf Englisch, ich wollte aber nicht wissen wie. Can you change me the Trikot? Auf jeden Fall so, dass es keinen Sinn eigentlich hatte, aber ihr habt dann auch so gemacht, dann wusste er so, change me, change me. Und er hat es aber verstanden, so no problem, kleiner Mann, weißt. Und dann bin ich direkt nach dem Spiel hingegangen, nicht dass irgendein anderer kommt und mir das Trikot schnappt. Also das war das erste Mal, wo ich wie ein Ballholer einfach zum Profi gerannt bin, so.
und hat gesagt, hey, ich will das Trikot. Auf Englisch war halt nicht so mein Ding, aber er hat es verstanden und jetzt ist das Trikot hier. Ihr bekommt einen besonderen Platz. Werden all diese Trikots hier auch weiterhin bei dir zu Hause bleiben oder wirst du die woanders aufbewahren? Die kommen auf jeden Fall woanders hin, weil sonst, wenn es mal hier wieder eine Party steigt, fehlt die Hälfte. Also von allen drum und dran, von der Leistung, von allem mit Fans außenrum, wie ganz Stuttgart danach gefiebert hat nach diesem Spiel, dieses Trikot, Terry Horry, Idol, so das hier, ganz klar, so das, da steckt so viel drin, dann, mein Gott, wenn ich irgendwo in eine Shisha rauchen gehe, dann fragen sie mich, hey, du hast doch gegen Barca gespielt, gegen Messi, so, ja, hier, mit Terry Horry dann das Trikot getauscht. Tolle Erinnerungen, deswegen bekommt ihr auch einen besonderen Ort, irgendwo eingeschlossen, dass niemals ein Trikot nur wegkommt. Und das sind wirklich nur die Hälfte davon. Also ich habe noch doppelt so viele Trikots, ne? Aber so, das sind jetzt einfach mal so für mich die wichtigsten, wo die meisten Emotionen und die meisten Geschichten drinstecken. Ja, mei, wenn es gegen Barca spielst, da wirst du wahrscheinlich von jedem ein Trikot haben. Messi wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber es hat Kakao sich geschnappt. Ja, ein Trikot wäre schon noch geil gewesen, das wäre von Ibrahimovic. Aber hat nicht funktioniert. Kopf hoch, weiter geht's. Ich muss wirklich sagen, eigentlich bin ich so der schlichte Typ. Oder so weiß oder ganz schwarz. Also ich finde eigentlich die Trikots von der Nationalmannschaft eigentlich immer ganz geil. So, hier. So, mit Bundeswehrmuster hier, was jetzt zum Beispiel Alanyaspor. Schon auch ganz nice. Das würde ich nicht anziehen, aber das quält vielleicht vielen Menschen. Mir nicht. St. Pauli geil, aber das Trikot ist natürlich schon schwierig. Das ist auch was, wo ich ganz nice finde. Ansonsten, klar, unsere Löwentrikots waren auch immer ganz cool, aber das ist schon ein bisschen älter. Jetzt, geh was essen. Das war's, oder? Ja, ab in Urlaub. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare rein. Wir beantworten sie und freuen uns drauf. Ja, ciao.